Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Spezialvideo. Die Veronika, die hatte in meinem Video, wo ich mit meinem grünen Zelt unterwegs war, auf der Tour von Winterberg nach Korbach, mir eine Nachricht hinterlassen, ja, mit diesem Frontständer. Genau, Frontständer, das ist jetzt das Stichwort, genau. Und so ein Frontständer, wie ich ihn hier jetzt zum Beispiel habe, ich zeige das mal näher in die Kamera, ich hoffe, man sieht das. Genau, hier den kann man dann über so eine Drehfunktion raus und rein machen. Und ja, das Problem, worum es geht, ist eigentlich, dass wenn man dann hier alle seine Taschen dran hat, ja, das Bike eigentlich ohne einen zusätzlichen Frontständer, also Frontfahrradständer, ziemlich instabil ist. Das heißt, das Bike schlägt dann meistens so extrem ein, anstatt halbwegs gerade, oder ja, es schlägt dann, wie gesagt, sehr stark ein, fast quer zur Fahrtrichtung. Und ja, ist dann einer entsprechend starken Kippfunktion ausgesetzt. Ja, ich habe, wie gesagt, dieses Mal habe ich auch Affilate Links, werdet ihr dann unter dem Video finden. Das sind Links, die dann zu den Produkten führen, die ich jetzt hier vorstelle, wo ich laut Amazon ein paar Cent dran verdiene. Wie viel das letztendlich ist, keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall mal angefangen und jetzt eingefügt. Ihr findet diese Links. Für euch kostet das keinen Cent mehr. Nur ich bekomme dann, wie gesagt, ein paar Cent dafür. Ja, wie gesagt, es geht auch hier, wie gesagt, um diesen Frontrider. Ich habe den mir hier von Cefal, Gepäckträger vorne, Cefal Rider nennt sich der. Den habe ich mir schon vor längerer Zeit angeschafft. Ich zeige den mal hier in die Kamera, damit ihr den mal seht. Den habe ich auch bei Amazon gekauft. Ist ja Amazon relativ praktisch, weil ich nicht wusste, wird das alles passen oder nicht. Und von daher ist man bei Amazon eigentlich immer ganz gut auf der sicheren Seite. Wenn es nicht gefällt, kann man es problemlos zurückschicken und dann umtauschen oder eben eine Gutschrift. Ich werde nachher auch noch ein paar Nahaufnahmen machen, wie ich das hier an meinem Bergamont Fahrrad befestigt habe. Das habe ich mir letztes Jahr gekauft. Ist ein tolles Trekkingbike und hat natürlich hier oben hier sehr dicke Federungsschafte. Die sind, wenn ich das mal hier so gerade messe, rund 42,5 mm dick. Und da war es mir natürlich wichtig, dass ich da, wie gesagt, einen Frontgepäckträger finde, der auch hier die entsprechenden Befestigungsmöglichkeiten hat mit den dicken Schellen, also im Durchmesser groß sind, so dass ich da dann auch keine großartigen Probleme habe, wenn ich die dann da entsprechend dran mache. Wie gesagt, ich habe mich letztendlich dann für diesen, ich zeige den mal, wie gesagt, ihr findet die Links dann alle unten unter dem Video. Ich werde aber auch hier schon mal, ich habe die mal ausgedruckt von den Amazon-Seiten. Also ich habe mir hier an meinem Vorderrad diesen Ständer gemacht. Also da steht jetzt hier Alu-WQ-Key Fahrradständer, Fahrradseitenständer, Aluminium-Legierung, einstellbarer Fahrradständer mit rutschfestem Gummifuß. Ich zeige den euch mal hier in die Kamera, so sieht der aus. Wie gesagt, Link füge ich dann ein.
Ja, ich habe den genommen, muss ich dazu sagen. Ich muss euch das dann auch noch mal zeigen, weil dieser hier die Zwei-Loch-Befestigung hat, hier und hier. Allerdings ist der zu breit und deswegen habe ich mir da später separate Löcher zugemacht. Und zwar habe ich die enger gebohrt. Ich hoffe, man sieht es hier. Zwei neue Löcher mit ca. 5 mm für M5 Schrauben. Ja, ich zeige euch auch dann gleich mal warum. Dazu nehme ich jetzt mal die Kamera raus. Also wie gesagt, ich habe das umgeändert. Und zwar deswegen, weil dann hier, das ist wie gesagt, wie ihr seht hier, der entsprechende Ständer, den ich euch gezeigt habe. Hier unten habe ich das entsprechend schon gekürzt. Also man muss das Füßchen hier, das kann man mittels der Schraube hier lösen und dann kann man den rausziehen. Und dann, ja, und dann kann man den kürzen. Muss man machen, ihr seht ja, ist hier nur noch ein kleiner Abstand übrig. Ja, und hier oben, wie gesagt, musste ich dann, weil der Abstand geringer ist, musste ich dann da, ich zeige euch mal, ich gucke mal gerade, ungefähr ja, 20 mm Abstand habe ich dann für M5 Löcher gebohrt. Ich hoffe, man sieht es dann so gerade im 20 mm Abstand. Genau das gleiche habe ich dann entsprechend da unten. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob man sieht. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Genau hier habe ich dann hinten in dem Ständer die beiden Löcher gebohrt und habe den Ständer hier schmaler gemacht in der Breite, damit das vorne in der Front dann auch passt. Also hier habe ich ja an dem Lowrider habe ich mir ja hier noch ein entsprechendes Aluminiumblech gemacht. Das Ding ist, jetzt muss ich es mal gerade nachmessen, 6 mm dick und 40 mm breit. Das habe ich, wie gesagt, dann hier nochmal mit entsprechenden Schrauben, die hier an dem Langloch hier, hier ist ein Langlochschlitz, der geht hier über die gesamte, fast über die gesamte Breite. Und da habe ich dann auch eine M5-Schraube durchgemacht und von hinten mit einer Mutter festgemacht. Das gleiche habe ich dann hier oben gemacht durch dieses Alublech, 5, wie gesagt, 6 mm dick und 40 mm breit. Die Länge müsste ich dann nochmal nachmessen. So, die Länge dieses Alublechs, was dann hier an dem Lowrider dran ist, beträgt dann hier 30 cm. Das ist, wie ihr seht, völlig ausreichend. Und wie gesagt, hier unten habe ich dann die zwei Löcher gebohrt für den Ständer hier, der leider im Auslieferungszustand hier zu breit ist. Das habe ich dann halt rechts und links abgesägt und wie gesagt im Abstand von 20 mm habe ich dann hier die Löcher gebohrt, sowohl hier in dieser Aluschiene und auch in dem Ständer. Ja, das ist dann die Sache. So funktioniert das ganz gut. Und wie ihr seht, wenn man jetzt hier das Rad entsprechend rumdreht, dann
relativiert sich das und das Ganze sieht dann relativ stabil aus, wie man dann hier, hoffe ich mal, so von der Seite sehen kann. Ich muss dazu jetzt mal ein bisschen weiter weggehen. Man muss, wie gesagt, auch hier eine gewisse Neigung haben. Also sprich, gegen die Fahrtrichtung muss es ein wenig schräg sein, das Rad. Also es kann nicht, man sollte den Ständer nicht jetzt so völlig gerade in Linie mit dem Rad machen. Sonst bekommt man keine entsprechende Seitenstabilität. Ja, das wäre jetzt eigentlich zu dem Ständer zu sagen, den ich verwendet habe. Ja, noch vielleicht hier zu dem Lowrider selber, den ich auch, wie gesagt, bei Amazon gekauft habe, von Cefal, Gepäckträger vorne, Cefal Rider. Ja, aktuell kostet er 53,99. Preise sind natürlich gerade alle so ein bisschen im freien Fall, wie ihr ja sicher selber alle wisst. Und ihr seht hier, habe ich die Schellen. Ich glaube, die waren dabei. Hier ist auch noch eine Gummi-Unterlage, damit man sich nicht die hier die den Schaft, den Lack vom Stoßdämpfer vermurkst. Also wie gesagt, hier ist dann so eine Gummilippe, so ein Gummiband, das kann man ringsrum unterlegen unter diese Schelle, dann ist das auch geschont. Ja, hier seht ihr dann im unteren Teil dasselbe nochmal. Allerdings habe ich hier auch wieder Anpassungsspezialsachen machen müssen, weil hier ist zum Beispiel der Abstand, den Abstand hier musste ich dann mit einem Alu-Röhrchen erhöhen, so dass ich dann auf die entsprechende vernünftige Gesamtbreite hier komme, dass das auch dann einigermaßen parallel ist. Also ich habe dann hier 20 cm, wie ihr hier so ungefähr sehen könnt, und damit das auch so ein bisschen parallel aussieht. Ja, im vorderen Bereich ist ja hier der Bügel zur Stabilisierung, damit das hier, wenn man hier die Taschen dran hat, nicht allzu stark rumwackelt. Deswegen sieht das dann auch von unten, ich guck mal, na, also hier ist es dann zwischen dem Reifen entsprechend frei. Da muss man Luft lassen. Ja, dann hat man bei dem Cefal Lowrider noch hier die Möglichkeit, beziehungsweise hier habe ich für die, ich habe eine Steckachse hier an dem Rad, ich habe aber auch ein anderes Rad, da ist ein auch Schnellspanner, dass man hier, wie gesagt, dass man sieht, oder man kann hier sehen, dass das dieser Querbügel hier, der bis hier vorne rauf geht, der geht ja hier zur Stabilisierung. Also dieser Träger ist sehr stabil, weil er eben auch hier fest verschweißt ist, also Aluminium verschweißt hier und hier oben, so dass das auch in sich der Träger selbst nicht so ein wabbeliges Dingen ist. Und man hat hier, wie gesagt, anhand dieser Aussparung passt das sehr gut, dass man hier auch noch an den Schnellspanner kommt und das Rad ohne Probleme ausbauen kann. Im Falle eines Falles, falls man mal einen Platten hat und den Schlauch wechseln muss, ist das alles kein Problem, ohne dass man den Frontrider hier großartig abmachen muss. Das sind hier die entsprechenden Abstandshalter, beziehungsweise wenn die Tasche drauf ist, kann es sein, dass das hier hin und her wackelt, und aus dem Grund habe ich mir dann hier noch kleine Schlauchschellen dran gemacht,
die Möglichkeit bieten, dass die Tasche nicht immer hin und her rutscht. Also wie gesagt, ihr seht, das Ganze ist schon recht stabil und ich habe die Erfahrung gemacht persönlich, dass das sehr gut ist. Manchmal hat man ja auch nur eine Wiese als Untergrund und ich hatte da immer Probleme, wenn ich dann mit Gepäck unterwegs bin, mit vollbeladenen Taschen, dass das Rad sehr instabil steht. Ja, so sieht das Ganze dann aus in Reihe. Also wenn man es ordentlich alles gemacht hat, ist das sehr stabil. Ich will euch mal zeigen, ich guck mal, ob ich hier jetzt mal das Rad mal fixieren kann. Ihr seht, also wenn ich hier ziehe und versuche das jetzt hier, den Lowrider hier hin und her zu bewegen, also das ist schon sehr fest. Ja, ach so, da fällt mir noch was ein. Und zwar unten habe ich mir letztens noch mal eine Befestigung gegönnt hier an diesem Alublech an der Schiene. Und zwar hier unten habe ich mir eine M4-Schraube selber als U gebogen, U-förmig, damit ich die dann hier vorne entsprechend festmachen kann, beziehungsweise hier dann kommen die beiden Enden von dem U raus, hier und hier, und da habe ich dann eine selbstsichernde M4-Mutter, beziehungsweise zwei Stück jeweils, drauf gemacht. Ich hoffe, dass die jetzt von den Taschen her nicht stören. Also bislang, man muss natürlich hier immer gucken, dass man an dieser Aluschiene möglichst guckt, dass hier jetzt so flächig, sag ich mal, hier nichts übersteht, weil das alles sonst an den Taschen scheuern könnte, weil dieser Bügel ist ja jetzt hier nicht unbedingt extra dafür gemacht. Den habe ich ja selber dran gemacht, und zwar damit eben dieser Ständer hier unten wirklich stabil an diesem Rahmen beziehungsweise an diesem Lowrider befestigt werden kann. Weil die meisten Befestigungsmöglichkeiten, die ich so gesehen habe an diesen Lowridern oder die so, sage ich jetzt mal, so wie man sie auf den Internetseiten sieht, funktioniert das alles nicht. Und das war mir alles irgendwie viel zu spickelig, wie ich immer sage, also nichts Halbes und nichts Ganzes, und deswegen habe ich mich dann dazu durchgerungen, eben wie gesagt hier diese 6 mm dicke und 40 mm breite Aluschiene dran zu machen. Das Gewicht, ich würde ein paar Gramm wiegen, aber wie gesagt, da das bei mir ein E-Bike ist, sage ich mal, schied der Hund drupp, wie man so im Platz sagt. Hauptsache, das Ganze ist stabil und wackelt dann nicht und lässt mich dann irgendwann unterwegs auf der Tour im Stich. Also bis jetzt hat das super geklappt und ich bin damit sehr zufrieden. Ich kann das euch so nur weiterempfehlen. Tja, wie gesagt, hier dieses Dingelchen. Ich hatte mir, wie gesagt, auch schon mal so eine Schiene gebastelt als Prototyp. Da hatte ich dann, glaube ich, hier zwei Stück, auch 40 mm breit. Zwei Schienen, weil ich erst die 6 mm dicke Schiene nicht hatte. Die habe ich dann im Internet bestellt. Habe ich es erstmal hier mit zwei Schienen Doppelpack ausprobiert. Ich glaube, die sind ca. 2 mm dick pro Stück, und hatte dann, wie gesagt, diesen anderen, also hier diesen Tubus-Ständer, auch hier bei Amazon. Ich stelle natürlich auch, wie gesagt, den Link rein, ausprobiert. Das ging auch eine ganze Weile ganz gut, aber
irgendwie, aus irgendeinem Grund, war ich dann doch nicht so ganz zufrieden. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Wie gesagt, man kann das hier durch das Kurbeln, kann man die Länge hier, wie weit das dann rausragt, das Füßchen, kann man dann verstellen. So, damit ihr das seht, wie das ist jetzt hier der kleinste Abstand, den man einstellen kann. Ja, und jetzt seht ihr hier, ist das jetzt der Maximalabstand. Also so kann man natürlich bequem durch dieses Rändelrädchen hier, kann man dann natürlich den Abstand vergrößern oder verringern. Hat den Vorteil oder den Charme, wenn man natürlich unterwegs ist und hat noch nicht so richtig die richtige Einstellung gefunden, kann man das ohne Probleme verstellen und anpassen. Tja, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich den jetzt nicht mehr genommen habe. Auf jeden Fall habe ich, wie gesagt, den hier, diesen Ständer, für stabiler gehalten. Den kann man natürlich, wenn man einen Imbusschlüssel dabei hat hier, kann man das natürlich auch unterwegs einstellen, ne? Mit dieser Imbusschraube hier kann man das Beinchen dann hier rausziehen und oder reinschieben. Nur wie gesagt, da dieser Fuß eigentlich für hier in der Mitte gedacht ist, als Mittenbefestigung, ist der im Auslieferungszustand hier natürlich sehr viel länger. Und wie gesagt, da muss man dann ein paar Stücke absägen. Das ist aber kein Problem, das ist Alu. Ist also alles einfach zu machen. Ja, gut, ich hoffe, dass das Video euch soweit weitergeholfen hat. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt mal ein paar Affilate Links eingefügt. Die findet ihr dann unten und dann findet ihr die Produkte relativ einfach und schnell. Und ja, ich hoffe, dass euch oder vor allen Dingen der Veronika das jetzt weiterhilft. Ja, man muss da natürlich ein bisschen handwerkliches Geschick an den Tag legen, um das dann auch entsprechend so bewerkstelligen zu können. Aber warum nicht? Ich hätte es sonst jetzt auch gezeigt, wie ich es installiert habe bzw. gemacht habe. Aber dann müsste ich jetzt wieder alles zerlegen und ich bin ja froh, dass ich es dran habe. Okay, sollten noch Fragen sein, schreibt einfach in die Kommentare rein. Ich hoffe, ich konnte so weiterhelfen und winke, winke, bis zum nächsten Mal.